Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser Folge von Minecraft Empire. Und gestern Abend gab es wieder einen richtig heftigen Livestream, Leute. Und natürlich ist da wieder einiges passiert, meine Freunde. Vorab, am Donnerstag um 19.30 Uhr findet der letzte Empire-Livestream für dieses Jahr statt. Das heißt, Donnerstag 19.30 Uhr wird Empire für dieses Jahr enden. Macht euch keine Sorgen, meine Freunde. Die Storyline von Empire wird auf jeden Fall weiter fortgesetzt im nächsten Jahr. Dann kommt erstmal Craft Attack. Wie gesagt, Donnerstag 19.30 Uhr müsst ihr alle am Start sein bei diesem Stream, meine Freunde. Weil wir haben was richtig Fettes am Ende geplant. Gestern Abend ging es also los damit, dass Muzzy irgendwie zu uns gekommen ist und gesagt hat, schnell, wir müssen etwas besprechen. Und Gottes Willen, Patrick war leider auch da und wir haben uns dann einfach mal unterhalten und uns generell erstmal auf den neuesten Stand gebracht, was diese ganze Entwicklung mit Maverick auf sich hat. Wir können das Portal nicht zerstören, ohne dass Maverick es öffnet, weil erst dann ist es schwach. Und das heißt, wir können erst am Donnerstag das Portal angreifen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Dimensionsportal kaputt geht. Es könnte sein, dass hier alles in Grund und Asche gelegt wird. Das ist es das nicht heißt, wert. Wir sind das nicht mal. Meine Stadt ist wichtiger. Das ist es nicht wert. Patrick, das ist unsere Stadt, nicht ja, deine Stadt. Ja, aber das Problem ist halt, wenn Mary kommt, ist es nicht Patrick, mehr deine wir Stadt. Wohnen hier zusammen. Es ist deine Stadt. Ja, aber unsere. Und ich herrsche über diese Stadt. Ihr dürft hier nur wohnen. Patrick, es ist eine Demokratie nach wie vor. Es ist nicht. Egal. Ja, die Sache ist, wir müssen halt irgendetwas machen, damit am Donnerstag, naja, alles sicher bleibt. Okay. Du schlägst also vor, dass wenn Maverick das Portal öffnet, es am empfindlichsten ist und wir es dann angreifen, also zerstören sollten. Genau. Aber also wann ist dieser Zeitpunkt? Ich meine, wie können wir den genau abpassen? Ja, es wird dann sein, wann er wohl angreift. Aber ich habe keine Ahnung, ich spüre in letzter Zeit sowieso die Präsenz von Maverick extrem oft. Deswegen wollte ich ja eigentlich auch fragen, ob ihr mir schnell helfen könnt, weil ich würde gerne die Altare aktivieren, um den Baum zu benutzen. Aber genau in dieser Zeit, wo ich sie halt aktiviere, da braucht jeder von denen ein wenig. Und es kann sein, dass wir in der Zeit angegriffen werden, weil dann ist der ganze Schutz der Stadt lahmgelegt. Ja, dann lass es schnell gehen, kommt, lass es da schnell machen. Ja, also ihr helft schon mit, oder? Ihr habt gesehen, Leute, was soll ich sagen, es war eine relativ einfache Besprechung, wir haben ganz kurz bequatscht, wie wir es am besten angehen und Masi hat dann von diesen Generatoren erzählt, die ich ja bereits mit ihr aufgestellt habe und dann ging es auch schon direkt ans Eingemachte, meine Freunde. Masi wurde dann tatsächlich von Maverick irgendwie übernommen und kontrolliert und wir hätten niemals damit gerechnet, dass diese Sache irgendwie passiert, aber Masi ist dann komplett durchgedreht und war auf einmal in der Haut von Maverick oder Maverick war in seiner Haut, es ist super, super schwer zu erklären. Ich würde sagen, schaut euch einfach mal selber an. Ich glaube, das versteht ihr dann am besten. Negiam dolim, adiam do, egiam de nam otiam ne, ogiam de la tieti. Was? Was zum Teufel? Das ist Maverick, das ist Maverick! Er startet sogar den Generator, obwohl er weiß, dass er Scheiße, das passieren kann. Masi! Masi! Masi, hörst du mich? Denkt ihr wirklich, dass ihr Masi nun erreichen könnt? Masi! Masi! Mach den Generator aus! Yes! Wenn wir mit einem Kampf anfangen! Mach den Generator aus, Masi! Er wird die Stadt angreifen! Was passiert hier? Ich hab keine Ahnung. Masi! Ich bin da und ihr könnt Masi. Gerne gegen mich kämpfen! Masi! Hä? Hey, warum greift ihr uns an? Masi, was ist denn mit dir? Masi, beruhig dich! Was passiert gerade? Hey. Bist du verschwommen? Masi! Masi, hör auf! Hör auf! Masi! Was wir können ihn nicht töten! Wir können ihn noch nicht töten! Masi, nein, hörst du mich? Masi. Hör auf! Hey. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Masi, beruhig dich, bitte! Was Masi. Ist mit mir los? Masi, was fühlt mich so anders? Hör auf, gegen uns zu kämpfen, Masi, hör auf! Hör auf, konzentrier dich, wir sind's! Hab wir sind's. Ich mich verändert? Ich bin der Herrscher! Dieser verdammte Drecksdrache, was macht der da? Stirb! 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 Du kleiner Hund! Geh down! Oh, stirb doch! Oh Gott! Das war einfach. Ja, meine Freunde, ihr habt's gesehen, Leute. Danach ist es dann quasi nochmal weitergegangen. Und wir haben dann angefangen, gegen Maverick zu kämpfen. Und dieser Kampf, Leute, was soll ich sagen? Es war wirklich nicht einfach. Denn wir wussten natürlich nicht, was passiert ist, wenn wir Masi Trickles töten. Stirbt Masi jetzt wirklich oder ist es nur Maverick, der innerhalb dieses ganzen Kampfs zugrunde geht? Wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal ganz kurz hier diesen etwas seltsamen Kampf an. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was los ist. Was? Hä? Was ist mit mir los? Masi! Was passiert dir? Was ist das? Masi, hör auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist nicht Masi, das ist auf keinen Fall Masi, das ist... Kämpft! Was sollen wir machen? Patrick, verdammt nochmal! Du bist der Herrscher, du musst eine Entscheidung treffen! Das ist doch nicht Masi-Tricks, das ist niemals Masi-Tricks! Ja, was ist dein Körper? Wir können, wir
Oh Gott! Da passiert schon nichts! Bin ich euch drauf? Oh mein Gott! Er greift mich an! Patrick, kämpf doch! Beschützt den König sofort! Wir werden den Scheiß. Wir beschützen den Baum, du Idiot! Wir beschützen mich, ich bin wichtiger! Nein, der Baum ist wichtiger! Nein, hör auf! Er will zum Baum! Haltet ihn auf! Schlachte ihn ab! Quer im Weg stehen, oder was? Ja, er stirbt einfach nicht! Wie lange soll es noch gehen? Wir müssen ihn aufhalten, er darf nicht weiter zum Baum vorrücken! Greift sie an! Er darf nicht zum Kern des Baumes kommen, los! Angreifen! Nun, warte! Ihr habt das Gift, oh Gott. Ihr könnt gegen was meine Schatten ankommen! Ich habe einen Gifttrank auf ihn geworfen! Weiter auf ihn! Kommt schon! Wir schaffen das! Was ist das hier? Kämpf! Ich glaube, oh mein Gott! Es wird Zeit, dass wir die zweite Stufe aktivieren! Was ist die zweite Stufe? Was? Oh mein Gott! Ich hab keine. Patrick, du bist unser Herrscher, du musst jetzt sagen, was wir machen sollen. Ja, angreifen, würde ich sagen. Nein, ich trau mich nicht. Was ist das für eine Kreatur? Komm her! Oh mein Gott! Feuer! Ich weiß nicht, was los ist! Ich hab das Gefühl, Maverick verbindet sich gerade mit mir! Hör auf damit! Lass ihn aus dir raus! Oh mein Gott! Das ist verdammt schwer! Du musst dagegen ankämpfen! Du musst gegen ihn kämpfen! Kämpf gegen ihn, verdammt nochmal! Du bist stärker, los! Ihr könnt mich nicht. Ah! Pass auf! Er kann nicht mehr viel haben! Komm, los! Er verzaubert die Generatoren, er will sie zerstören! Das darf nicht passieren! Ich hab ihn weg! Ich bin schon so gut wieder! Das soll mir gehören! Leute, die Generatoren sind bald fertig. Halt jetzt aus, nicht mehr lange, 2 Minuten. Er will es nur ablenken. Alles weiter. Alles gut. Er muss zur Seite. Das Wichtigste ist, mit dir. Denkt ihr wirklich, dass ihr überlebt? Wisst ihr was? Wir werden jetzt eine andere Karte spielen. Stirb, Patrick. Was? Stirb. Was? Was? Patrick! Wo ist er hin? Stirb, Remi. Nein! Tommy! Oh Gott. Nein. Schwache Sau. Oh Gott. Ist irgendjemand hier? Au! Leute! Ja, Nisiamde! Tötet ihn! Ja, Leute, ihr habt gesehen, es war wirklich haarscharf. Er war kurz davor, die Generatoren zu zerstören. Hätte er das geschafft, hätten wir am Donnerstag komplett einpacken können, meine Freunde. Wir waren wirklich echt komplett ihm ausgeliefert. Wir hatten keine Möglichkeit. Wären diese Generatoren kaputt gegangen, wären wir komplett tot gewesen und hätten komplett kapitulieren müssen und dann wahrscheinlich uns einer Schreckensherrscher von Maverick beugen müssen. Glücklicherweise haben wir es dann noch geschafft, meine Freunde. Haben am Ende sogar eine Strategie entwickelt, wie wir eventuell am Donnerstag gegen ihn vorgehen können und wie wir eine Möglichkeit haben, ihn zu besiegen. Und ich würde sagen, hört euch das mal an. Möchte? Wir müssen auf jeden Fall was dagegen tun. Pette, du Vollidiot, natürlich hast du ihn unterschätzt. Maverick ist einzigartig stark, verdammt nochmal. Ja, wir müssen etwas dagegen tun, Pette. Das hilft jetzt auch nicht weiter. Du bist jetzt derjenige, der es hier bestimmen muss, verdammt. Du bist der Herrscher. Los! Leute, du wolltest den Herrscherposten. Ja! Wir sollten vielleicht mal überlegen. Ich weiß, dass er definitiv vom Turm her angreift. Und so wie ich das gefühlt habe, hat er auch vor, in der Nähe vom Baum einen Angriff zu starten. Kann es vielleicht sein, dass wir Gaia niemals wirklich besiegt haben? Und er immer noch in der Gestalt von Maverick über uns. Oh Gott. Oh mein Gott, wenn sich Maverick... Was wollen wir dagegen tun? Wir... Leute, ich glaube, das Einzige, was uns eigentlich dann... Ich glaube, wir müssen vielleicht in die Welt hinein und alles zerstören. Am Donnerstag. Am Donnerstag. Dass, wenn das er Portal unsere sich Welt öffnet, angreift, können wir unsere Welt nicht verteidigen und sollen in seine Welt reiten. Was? Ja. Wir müssen unsere Welt verteidigen, aber ich glaube, der einzige Weg, wie wir sie verteidigen können, ist, wenn wir, sobald das Portal sich öffnet und die Monster kommen, wir in seine Welt gehen und dort alles zerstören. Ich meine... Meinst du, alle unsere Leute sollen da reingehen, sollen wir uns nicht aufteilen? Wenn er den Baum des Lebens zerstören will, ja, dann ist der einzige Weg, das zu retten, dass wir den Baum des Chaos zerstören. Ich habe noch Super TNT, das vielleicht damit... Mit Super TNT könnte das klappen. Wir müssen es aber vielleicht irgendwie noch verzaubern oder so. Schau mal her, Masi. Ich zeig dir mal ganz kurz die Sprengladung meines Super TNTs. Schau mal. Achtung, Abstand. Ja, ich hab auch davon was, aber... Ach du heiliger Bimbam. Das ist so groß wie eine Wurzel vom Baum. Richtig. Und vielleicht, wenn wir diese an
markanten Stellen des Baumes. Aber meinst du, reine Sprengkraft reicht ja aus? Ich meine, wir müssen doch sicherlich mit Magie oder sowas davor gehen. Ja. Na, das wäre sicherlich möglich. Ich glaube, wir müssen die Magie abschalten und nachher den Baum zerstören. Ich meine, auch der Baum des Lebens, auch wenn er ein mächtiger Baum ist, er ist nichts anderes als ein Baum, der die Energie verteilt. Er selber ist ja nicht geschützt. Ich muss ihn ja fachmännisch beschützen. Das heißt, vielleicht muss das Maverick auch mit dem Baum des Chaos machen. Das heißt, vielleicht hat Maverick auch eine Art Schildgenerator, die wir zerstören. Den wir zerstören müssen, und zwar genauso wie wir. Ja. Das muss es sein. Das hätte nicht so viel Informationen hier, wie er davor bei uns vorgegangen ist. Masi, hast du nicht mal erzählt, dass eventuell diese andere Welt, von der du geredet hast, dass diese Chaoswelt, das Netherium, nur ein Abbild der unseren Welt ist und alles Böse, was in uns schlummert, in dieser Welt eigentlich ist? Ja. Das heißt, sollte jemand beispielsweise... Nun ja, vom Bösen ergriffen worden sein, muss sein böses Spiegelbild aus dieser Welt irgendwie entfleucht sein, oder? Ja, genau. Das heißt, es könnte sogar sein, dass Petrit wieder lieb wird? Das wäre vielleicht auch möglich. Ich bin lieb, hallo? Ja, das ist Ansichtssache. Oder, dass wir vielleicht Early Boy wieder zurückbekommen? Ja, Leute, relativ einleuchtend auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir den Baum des Chaos zerstören, die Schutzschilde von Maverick deaktivieren und wenn wir dann in dieser anderen Dimension alles umkehren, meine Freunde, können wir es eventuell am Donnerstag schaffen, unsere Stadt zu retten. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr alle natürlich live am Start seid, meine Freunde. Donnerstag 19:30 geht's auf meinem Twitch-Kanal los. Ich freue mich echt darauf. Freitag starten wir dann direkt mit Craft Attack ins Game, meine Freunde. Und ich würde sagen, das war's von dieser kleinen Update-Folge von Minecraft Empire. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns Donnerstag um 19:30 Uhr morgen bei einer weiteren Folge von Empire. Haut da rein, macht's gut. Ciao, ciao.